Angel is California. Zerstört das Elysian Fields place House. Falls down and then they bulldoze it. What gives here? Okay. Ah, hier war, da war was. Okay, was steht hier drauf? Not for constructions. Okay. Ja, aber er scheint sich das auch nicht richtig durchzulesen hier irgendwie, ne? Gut, dann gehen wir mal weiter. Hier ist noch irgendwo was. Let's try to piece this together. That's not right. Ja, das stimmt so nicht, genau. Dann nehmen wir mal den hier. Okay, das wird. Nee, das stimmt they auch don't nicht. Quite fit. Ja, aber den hier unten. Der müsste passen. Jo, der passt. Keystone Films. Who gets their lumber from a film studio? Ja, das haben wir gerade schon mal. Schieß auf den Fahrer, um den Bulldozer zu verlangsamen und einer Flucht zu helfen. Okay. Ja, komm schon. So, dann nochmal schnell anvisieren. Und schnell weg hier. Ah, ich glaube, der hat uns auch sonst gleich. Wir müssen nochmal einmal auf ihn schießen. Okay, weg, 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 weg. Okay, hier müssten wir hochkommen, ja. Der hat wahrscheinlich versucht, was zu verbergen. Okay, neues Ziel. Vielleicht sollten wir erstmal telefonieren. Okay. Jack Kelso, California Fire and Life Investigator. I need an address on the Keystone Film Company. The address is 658 North Wilton Place. Is there anything else? No, thank you, ma'am. Okay, da haben wir eine neue Adresse, wo wir hinfahren können. So, dann schauen wir mal, dass wir uns den Ort hier mal markieren. Ah, ich will noch nicht auf die Intuitionspunkte gehen. Ich will hier auf Orte. Da. Keystones Filmstudios. Da geht's jetzt als nächstes mal hin. Ja, auch sehr verdächtig, dass wir da eigentlich umgelegt werden sollten auf dem, auf der Baustelle dort. Und also für mich macht das natürlich einen sehr, sehr verdächtigen Eindruck. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir den Fall noch gelöst bekommen. Hi Mac, I work for California Fire and Life. I'm looking into an industrial accident. Here? No, not here. At a housing development over on Normandy Avenue. So? I found some lumber over there, had the Keystone name printed on it. We've been closed since 41. Never quite made the transition to talkies. The Suburban Redevelopment Fund are pulling the place down. Know anything about the Suburban Redevelopment Fund? Nix. Mind if I take a look around? I'm kinda hungry. If someone was to leave a couple of bucks here, I might wander down the street and get a cup of coffee. Is there a key to the gate? No. The only guys who go in or out are some delivery guys from Elysian Fields. They're working on a housing development over at Wilton and Santa Monica. You'll have to hop it. Okay. Dann geht's hier mal rein.
Und dann schauen wir mal, ob wir hier noch irgendetwas finden. Okay, ich glaube, hier gab es Filmvorführungen. Okay, aber das Gelände hier ist so groß. Ich versuche es mal mit den Intuitionspunkten. Bitte lass mich welche haben. Ne, ich habe keine. Okay, dann werden wir uns mal so umschauen müssen. Okay, da kommt keine Mucke mehr. Das heißt, da sind wir definitiv falsch. Aber hier. Okay, immer auf die Geräusche achten. Kommen wir hier rein? Ne, da können wir nicht rein. Hier liegt noch mal ein bisschen Holz, aber nicht unser Holz, was wir brauchen. Also scheint ein bisschen schwieriger zu sein, hier was zu finden. Nehmen wir doch noch mal hier lang. Okay. Ja, wird jetzt schwierig, hier etwas zu finden. Weil wir halt auch gar nicht genau wissen, wonach wir suchen, ne? Also wir suchen natürlich nach diesem Holz. Aber hier ist ja überall offensichtlich anderes Holz. Können wir hier. Ja, hier waren wir ja auch schon drin. Okay, dann gehen wir einfach mal langsam hier durch und gucken, ob wir hier irgendwo eine Art Beweis finden. Hier scheinen wir aber nicht fündig zu werden. Okay, was liegt denn hier? Ne, ich dachte gerade, das wäre eine Zeitung. Was haben wir hier? Das können wir auch nicht hochnehmen. Okay, hier haben wir was. See what the rich and powerful have to say for themselves. The real should be nearby. Ja, die ist leer. Okay. Schauen wir mal, ob wir hier drin noch irgendwo was finden. Aber ich wage es ehrlich gesagt zu bezweifeln. Ja, wir sind hier jetzt auch schon mehrmals durchgelaufen. Gucken wir nochmal draußen. Hier vielleicht bei dem LKW? Nee. Ja, LKW sage ich, das ist ein Hänger und kein LKW. Okay, irgendwas muss hier auf jeden Fall noch rumliegen. Da waren wir schon. Kommen wir vielleicht hier ran? Ne, da gibt es auch keine Mucke mehr, das heißt, dort ist nichts. Kommt man hier vielleicht irgendwie aufs Gebäude rauf oder so? Aber das scheint. Ne, kommt da nicht rauf. Und es scheint auch so, als. Ja, das ist doch blöd. Wir haben doch jetzt nur diesen einen Hinweis da gefunden. Schon mal irgendwie noch das Keystone. Ja, da sind wir ja. Da sind wir ja gerade. Okay, gehen wir noch mal hier rein, weil hier haben wir ja schon diese Filmdose gefunden. Vielleicht noch irgendwo irgendwas am Boden. Sind noch mehr Filmdosen, aber. Ah, hier ist noch was. Okay, was haben wir denn hier? Scheint aber eigentlich irrelevant zu sein, ne?
weil. Ne, ist irrelevant. Also jetzt wären die Intuitionspunkte richtig gut. Gehen einfach nochmal ganz langsam hier lang und durch und gucken, ob uns hier irgendetwas noch irgendwie auffällt. Aber scheint auf jeden Fall nicht so. Das Ding ist, wir müssen hier auch irgendwo was finden, weil sonst können wir nicht weiter. Ich nehme nochmal dieses Ding hier hoch, vielleicht habe ich da irgendwas für falsch rangezoomt. Das ist ja manchmal hier bei diesem Spiel so, dass man da irgendwie einfach nur was falsch ranzoomt und schon. Weil er sagt halt auch nicht, dass es irrelevant ist oder so. Normalerweise sagen ja die Charaktere mal, jo, irrelevant, können wir wieder wegpacken, aber der hier sagt, hierzu sagt er nichts. Aber das scheint doch wirklich nichts zu sein. Also wenn es doch was ist, dann ist es auf jeden Fall echt mies umgesetzt hier vom Game. Vielleicht hier nochmal. Nee. Hier definitiv nicht. Aber irgendwas scheint ja hier noch irgendwie rumzuliegen, weil hier ist ja noch die Mucke. Sah gerade so ein bisschen aus, als wäre da eine Kerbe drin, aber scheint unwichtig zu sein. Gehen wir nochmal weiter hier lang. Jetzt suchen wir uns hier natürlich einen Ast ab und finden nichts. Oh, hier war was. Aha. Okay. So this is where their lumber comes from? Ja, hier kommt wohl das Holz her. Und haben wir jetzt hier noch irgendwelche anderen Orte, wo wir hin können? Nee. Okay, aber ansonsten auch. Irgendwas muss hier noch irgendwo sein. Vielleicht hier drin? Ne, hier drin haben wir nichts. Okay. Dann müssen wir nochmal hier lang gehen. Das Ding ist halt, wir wissen ja schon, dass das Holz von hier kommt, ne? Und. Das ist. Ja, wie gesagt, irgendwie zum Ende hin jetzt gerade nervt mich das Game schon ein bisschen so, weil man eigentlich. Also, ich würde halt gerne lieber weitermachen. Ich habe meine Informationen, die ich brauche, so. Aber das Spiel lässt mich halt nicht. Irgendwas muss doch hier noch liegen. Irgendwas muss hier noch liegen, weil sonst wäre hier nicht das mit dieser Musik. Hier über das Holz sind wir ja schon rübergelaufen. Da kommen wir auch nicht lang. Okay. Gehen wir mal auf Aufgaben. Keystone Films untersuchen, ja. Okay, also wir müssen hier noch mal ein bisschen weiter suchen. Schauen wir doch noch mal. Ja, dort waren wir auch schon.
Ja, gehen wir noch mal hier rein. Hier war irgendwas gerade. Ah, okay. Da sind wir auch vorhin schon tausendmal dran vorbeigelaufen, ne? Aber es hat einfach nicht diesen blöden Ton gemacht. Wie stellen wir denn das jetzt hier am besten ein? Okay, das ist zu langsam. Wie stellen wir denn das jetzt? Keine Ahnung, wie ich das hier einstellen soll, ehrlich gesagt. Nee, das scheint falsch. Wir gehen nochmal hier unten ein weiter. Das ist doch. Bin ich dumm, oder? Ne, ich glaube, wir müssen hier unten noch eine Stufe weniger nehmen, wie wir vorhin auch schon hatten. Vielleicht mal raus? Ne. Scharfstäbe. Ist das jetzt scharf genug oder nicht? Ja, das ist auf jeden Fall nicht. Ja, ey, überhaupt keinen Plan jetzt hier, wirklich nicht. Ey, das ist doch alles, also, jetzt wirklich zum Ende hin, das Spiel regt mich richtig auf. Weil, hätte ich jetzt so ein Ding im Real Life jetzt vor mir stehen, hätte ich das garantiert schon eingestellt bekommen. Ganz ehrlich.